Wie sich herausstellt, haben blauäugige Menschen gar keine blauen Augen. Es ist nicht so, dass braune Augen braunes Pigment und blaue Augen blaues Pigment haben. Die Iris des Auges, also der Teil, der eine Farbe hat, besteht aus zwei Schichten. Der vorderen und der hinteren und einer weiteren Schicht dazwischen, dem Stroma. Jede dieser Schichten trägt etwas Melanin in sich. Melanin ist ein Pigment, das in deinem Körper vorhanden ist und deine Haut, Haar- und Augenfarbe bestimmt. Melanin schützt deine Augen vor der Sonne. Fast alle Menschen haben dunkelbraunes oder gelbes Pigment in der hinteren Schicht der Iris. Aber es ist die vordere Schicht, die für deine Augenfarbe verantwortlich ist. Und die Menge an Melanin bestimmt sie. Braunäugige Menschen haben viel Melanin in beiden Schichten der Iris. Blauäugige Menschen haben kein Melanin in der vorderen Schicht. Ihre Augen haben also im Grunde keine Farbe, sondern erscheinen nur aufgrund des gestreuten Lichts blau. Das passiert wie folgt. Die hinteren Schichten und die vordere Schicht eines braunen Auges haben Melanin. Wenn das Licht in die Iris eindringt, wird das meiste davon einfach absorbiert und die Augenfarbe sieht braun aus, so wie sie ist. Bei blauäugigen Menschen ist das anders. Die hintere Schicht hat etwas Melanin, aber die vordere nichts. Das Stroma dazwischen hat einige Partikel, die mit dem Licht interagieren. So wird das einfallende Licht nicht absorbiert, sondern zurückreflektiert oder gestreut. Das lässt die Augen blau erscheinen. Das ist auch der Grund, warum der Himmel oder das Wasser blau erscheinen. Wenn die Partikel im Stroma größer sind, streuen sie auch weißes Licht. Zusammen lassen das gestreute Blau und Weiß die Augen dann grau erscheinen. Denke an den Himmel. Wenn viele weiße Wolken den Himmel bedecken, sieht er auch grau aus. Grüne Augen haben etwas gelbes Pigment in der vorderen Schicht der Iris. Wenn also das Licht eintritt, wird ein Teil davon absorbiert und ein Teil wird zurückreflektiert. Das gelbe Pigment gemischt mit dem reflektierten Blau ergibt die grüne Farbe. Bei Haselnussbraun ist es ein bisschen braun, etwas gelb und ein bisschen blaue Reflexion. Es gab eine Zeit, in der es keine Menschen mit blauen Augen gab. Wissenschaftler glauben, dass alle Menschen ursprünglich braune Augen hatten. Aber dann vor etwa 10.000 Jahren tauchten Menschen mit blauen Augen auf. Heute ist Blau mit 8% der Bevölkerung die zweithäufigste Augenfarbe. Dennoch haben immer noch etwa 80% der Menschen braune Augen. Aber wir haben uns von null blauäugigen Menschen zu etwa 700 Millionen von ihnen entwickelt. Wissenschaftler glauben, dass es eine genetische Mutation gab, die die Produktion von Melanin bei einigen Menschen einschränkte. Als sich zwei Menschen mit dieser begrenzten Fähigkeit trafen, wurde der erste Mensch mit blauen Augen geboren. Wir bekommen die Hälfte unserer Gene von der Mutter und die andere Hälfte vom Vater. Die Gene, die für die Augenfarbe verantwortlich sind, sind an der Produktion und Speicherung von Melanin beteiligt. Und davon gibt es 8. Um es einfach zu halten, zählen wir alle diese Gene als eines. Es kann 2 Typen geben. Das erste ist das große A, das viel Melanin produziert und braune Augen bedeutet. Es ist dominant. Das andere ist ein kleines A, das kein Melanin produziert und die blaue Augenfarbe trägt. Es ist ein rezessives Gen. Zu Beginn hatte jeder Mensch die Kombination von Genen, die wie das große A und ein weiteres großes A aussah. Jede nächste Generation bekam ein großes A von der Mutter und ein großes A vom Vater und jeder hatte als Ergebnis braune Augen. Dann, als die Mutation passierte, bekamen einige Menschen das rezessive Gen für blaue Augen, ein kleines A. Nun hatten einige Menschen die Kombination aus einem großen und einem kleinen A. Aber ihre Augen waren immer noch braun, weil diese dominant sind, also spielt es für dich persönlich keine Rolle, ob du dieses Gen trägst. Du kannst es jedoch weiter vererben. Nun gibt es eine Person, die das Gen für blaue Augen trägt und sie trifft eine Person, die es nicht hat. Dieses Paar hat die gleichen Chancen, beide Arten von Genen weiterzugeben, aber in jedem Fall wird ihre Nachkommenschaft braune Augen haben. Wenn aber die Person, die das Gen für niedriges Melanin trägt, eine andere trifft, die es ebenfalls in sich trägt, sieht das Ganze schon anders aus. In 75% der Fälle werden die Nachkommen noch immer braune Augen haben, weil sie entweder eine Kombination von großem A und kleinem A bekommen oder aber 2 große A's. In den anderen 25% der Fälle werden sie jedoch die Kombination von 2 kleinen A's bekommen und blaue Augen haben. Und so denken Wissenschaftler, dass die erste blauäugige Person entstanden ist. Zuerst passierte die Mutation und dann mussten sich 2 Menschen mit dieser seltenen Mutation treffen und eine Familie gründen. Höchstwahrscheinlich passierte das in Europa. Europäische Länder sind immer noch diejenigen mit dem höchsten Anteil an blauäugigen Menschen.
Im Durchschnitt haben 8% aller Menschen blaue Augen. In den USA sind es etwa 17% der Bevölkerung. Aber in Finnland und Estland sind über 85% der Bevölkerung blauäugig. Also, auch wenn es nicht so viele Menschen mit blauen Augen gibt, verschwinden sie nicht. Im Gegenteil, es werden immer mehr von ihnen. Es gibt viele Menschen, die Mutation in sich tragen, die blaue Augenfarbe verursacht, obwohl ihre eigenen Augen braun sind. Sie können es also weitergeben. Das gleiche gilt für rothaarige Menschen. Weltweit haben 1-2% der Menschen rote Haare. Aber in Irland und Schottland gibt es mehr von ihnen, mit etwa 10% in Irland und 6% in Schottland. Auch rote Haare werden durch eine Mutation verursacht. Sie bewirkt eine verminderte Produktion des dunklen Pigments Eumelanin, sodass rothaarige Menschen oft eine blasse Haut haben. Die gleiche Mutation erhöht auch die Produktion von Pheomelanin, einem Pigment, das die Haare rot macht. Dieses Pigment ist auch für die Sommersprossen verantwortlich. Sie dienen als Schutzmechanismus der Haut vor der Sonne. Bei Sonneneinstrahlung beginnen die Zellen mehr Melanin zu produzieren, um die Haut dunkler zu machen und sie vor dem Sonnenlicht zu schützen. Das ist der Grund, warum Menschen im Sommer mehr Sommersprossen haben. Genau wie bei den blauen Augen ist die Mutation, rote Haare zu haben, rezessiv und manche Menschen tragen das Gen, ohne es zu wissen. Wir wissen nie, was wir in uns tragen. Deshalb ist es schwer vorherzusagen, wie unsere Nachkommen aussehen werden. Die Fähigkeit, Milch zu trinken und Milchprodukte zu konsumieren, ist ein Privileg, das einige Menschen dank einer weiteren Mutation erlangt haben. Vor Tausenden von Jahren, als die Menschen älter wurden, verloren sie ihre Fähigkeit, Milch und Milchprodukte zu verdauen, weil sie eine Laktoseintoleranz entwickelten. Niemand konnte ein Glas Milch trinken, ohne dass ihm danach zumindest ein bisschen übel wurde. Bis vor etwa 12.000 bis 10.000 Jahren, als die Landwirtschaft ein großer Teil des Lebens der Menschen wurde und eine weitere Mutation auftrat. Sie führte zu einer Laktosetoleranz, die es Erwachsenen ermöglicht, Laktose problemlos zu verdauen. Aber selbst jetzt sind nur etwa 35% der Erwachsenen laktosetolerant. Stell dir all die Menschen mit unterschiedlicher Haar- und Augenfarbe, mit unterschiedlichen Körpern, Gesichtern und Nasen vor. Wir alle sind verschieden, aber alle Menschen sind sich in ihrem Genom zu 99,9% ähnlich. Alle Unterschiede zwischen uns sind auf nur 0,1% der Variation im Genom zurückzuführen. Wir teilen auch etwa 96% unserer DNA mit dem Schimpansen und etwa 90% mit der Abyssinia-Hauskatze. Mutationen haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Vor Millionen von Jahren begannen Mutationen in zwei Genen Proteine zu bilden, die Glucose von den Muskeln ins Gehirn transportierten. Dieser Glucosefluss förderte die Entwicklung des Gehirns und ließ es größer werden. Eine andere Mutation, die etwas später auftrat, förderte die Geschicklichkeit des Menschen, sodass wir unsere Hände besser kontrollieren und schließlich schreiben konnten. Eine Mutation, die vor etwa 3 bis 4 Millionen Jahren auftrat, half uns, die meisten unserer Körperhaare loszuwerden. Die nächste half uns zu lernen, wie man spricht. Affen zum Beispiel haben Luftsäcke, die es ihnen ermöglichten, laute Geräusche zu machen. Aber diese Luftsäcke machen es unmöglich, markante Vokallaute auszusprechen und die Sprache zu verändern. Der Mensch hat sie abgelegt und er hat es geschafft, sprechen zu lernen. Wir entwickeln uns immer noch weiter. Wissenschaftler glauben, dass der Mensch lernen wird, das natürliche Genom zu beeinflussen und so in der Lage sein wird, sein Aussehen zu wählen. Das könnte dazu führen, dass das Aussehen der meisten Menschen mehr zur Mode wird, was bedeutet, dass wir uns ähnlicher sein könnten als je zuvor. Aber abgesehen davon, wenn wir uns erlauben, uns natürlich weiterzuentwickeln, sagen Wissenschaftler voraus, dass wir mutieren werden, um uns an neue Umgebungen anzupassen. Mit dem Eifer der Menschen, andere Planeten zu kolonisieren, werden wir das wahrscheinlich auch schaffen. Wenn die Menschen anfangen, weiter weg von der Sonne zu leben, wo es weniger Sonnenlicht gibt, werden die Augen der Menschen möglicherweise größer werden. Unsere Haut könnte dunkler werden, um die Menschen vor der UV-Strahlung außerhalb der schützenden Ozonschicht der Erde zu schützen. Und unsere Nasenlöcher könnten größer werden, damit wir leichter atmen können.